Ursprünglich war es so, dass unsere Eltern das nur nebenbei betrieben haben. Eines Tages haben wir dann irgendwie beschlossen, warum machen wir es nicht gescheit und alle drei? Es geht da um verschiedene Arbeitsweisen, die entweder auf konventionelle Art oder auf biologische Art oder eben nachhaltig verschiedene Prozesse durchgeführt werden. Wie geht man mit dem Boden um? Wie stark wird der sozusagen von seinen Nährstoffen ausgebeutet? Wie fügt man die Nährstoffe wieder hinzu? Unser Ziel ist auch, einen geschlossenen Kreislauf zu initiieren in unseren Weingärten. Und als reiner Weinbaubetrieb geht das eben nicht. Und somit muss man Kooperationen schließen mit anderen Betrieben. Die Sommeliers bzw. Restaurantbesitzer, die wollen immer mehr wissen und den Hintergrund des Weines erfahren. Wie wurde der produziert? Aus welchen Rieden stammt der Wein? Sehr wissbegierig und interessieren sie sehr dafür. Und das finde ich auch sehr wichtig. Wenn Sie die Flasche Wein öffnen von uns, erzählen Sie, was bei uns passiert, wie wir das produziert haben und quasi erzählen unsere Geschichte. Und ich glaube, Geschichten erzählen ist eines der wichtigsten Güter, die wir auch haben.